So. Und damit kommen wir zum letzten Level von Extermination Day Realism Tactical Horror Survival Ultra. Ja. Let's play. Wie das Level jetzt abgeht, bin ich echt gespannt. Ich glaube, wenn wir Glück haben, weil das, der Vorteil ist halt, die Gegner kriegen halt auch mehr Schaden, nicht nur wir. Vielleicht kriege ich sogar den Endboss so schnell erledigt, dass uns die Gegner vorher nicht erledigen können, wenn ich gut genug ausweiche. Nein, nicht neu. Wir werden sehen. Danke. So, was habt ihr hier rum? Ja, noch den Shotgun und den normalen Typen da. Gut, die haben wir auch bereit. Alles okay. Ah! Ja, schon Platz machen wir ein bisschen weniger. Na gut, das bringt uns hier eher gar nichts. Ja. Nein, bitte einmal da. Ich kann nur das schaffen so. Wirklich mal eine Idee. Wird ein Experiment, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Das funktioniert nie im Leben. Na gut. Okay, nächster Versuch. Ach ja, die haben wir ja auch noch. Oh oh. Stimmt, die haben wir noch nie eingesetzt. Wird mal Zeit. Nee, das war zu leicht. Das war zu leicht. Das war halt. Stopp, ich will neu laden. Achso, geht ja hier nicht. Fuck! Es gibt so eine Waffe, es gibt's ja unter Project Brutality, gibt's ja diesen Black Hole Generator. Und der ist auch so übertrieben stark. Mit dem kannst du praktisch auch den Endgegner innerhalb von Sekunden erledigen, ohne dass er irgendwas machen kann. Aber das. Die ist ja auch so eine extrem überpowerte Waffe. Alter, wir haben ihn quasi komplett. Der konnte nicht mal ausreden und so. Dadurch kam nicht mal um dieser Balken mit Bossfight. Nicht mal der kam. Nee, das müssen wir ein bisschen realistischer machen. Er soll ja wenigstens noch eine Chance haben, wenigstens einmal angreifen zu können. Die Driste. Ja, sieht doch gleich viel besser aus. Okay. Damit kann ich leben. Ja. Wobei, wir haben dafür auch gerade mal die Hälfte an Munition verbraucht. Also, jetzt von dem, was wir an Munition haben, ist es quasi genauso overpowered. Also, wir hätten jeweils mit dieser komischen, wie auch immer die heißt, ach, hier kann ich doch glücklaufen. Nice. Halt, also wir können sowohl mit der Waffe als auch mit der Waffe jeweils zweimal den Endboss töten. Gut, jetzt probieren wir mal noch die Waffe hier aus. Ja, mal gucken, wie die ist. Ich glaube, die ist die schwächste von allen. Okay, da greift er schon an. Es kommt aber noch nicht mal dieses Endboss-Dings da. Interessant. Ob das jetzt wohl ein Bug oder ein Feature war? Also, glaub mal, ja, das war keins von beiden. Also, doch eher ein Bug.
ist gestorben. Aber seht ihr, hier haben wir zum Beispiel jetzt das gesamte Magazin gebraucht. Und du musst aufpassen, dass er uns nicht trifft. Heißt also, ja, ist tatsächlich die schwächste von den beiden Waffen. Mit den anderen beiden brauchen wir gerade das halbe Magazin und er kann sich nicht mal wehren. Interessant. Ja, ab jetzt kann ich nicht mehr neu laden, weil ab jetzt bin ich gerade durch dem Hauptmenü. Dementsprechend muss ich jetzt immer übers Menü laden. So, was haben wir noch so für Waffen, mit denen wir ihn erledigen können vielleicht? Ach, schon. Na gut, die dürfte wahrscheinlich viel zu schwach sein. Außerdem haben wir halt hier mit der Waffe das Problem, wir müssen nachladen. Und das dürfte definitiv nicht funktionieren. Digga, der hat aber auch ein Splash-Damage, ey, da kriegst du ja Krise, kriegst du da ja. Directly in the face. Der war aber gerade ein bisschen angepisst, kann das sein? Wow, das war so nicht geplant. Bei der kann er sich wehren, warum auch immer. Wahrscheinlich können sich die Gegner nur dann nicht wehren, wenn sie mit einmal zu viel Schaden bekommen. Weil mit den Waffen kassieren sie ja so viel Damage, können sie scheinbar überhaupt nicht wehren, aber... Na gut, gucken wir mal, aber... Nee, mit der schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Die hat definitiv zu wenig Damage. Und vor allen Dingen, also, nicht zu wenig Damage, aber zu lange Nachladezeiten. Vor allem können wir uns hier mit selber, weil wir müssen hier hochschießen. Könnte mal probieren. Oh! Wow! Also wir könnten es tatsächlich schaffen, wenn wir nicht uns selbst damit Arsch ficken würden. Was gibt's noch so? Die Waffe geht nicht, weil das ist keine Wide-Range-Waffe, sondern die verschießt halt im Flug. Obwohl, soweit ist er gar nicht weg, oder? Könnte das tatsächlich sogar funktionieren? Ja doch, könnte funktionieren. Fuck. Nicht so ganz. Hier müssen wir auch hier was nach. Das Problem ist, man kann kaum Waffen benutzen, wo man nachladen muss. Weil in dem Moment, wo man nachlädt, hat er dann Zeit zurückzuschlagen und genau das ist das, was man dann nicht mehr überlebt. Bin ich ja mal gespannt. Ja, die Reichweite gar nicht weit genug. Hä? Hatte die mich noch ein Sekundärfeuer? Wow. Yay! Ey, hat sogar Schaden gemacht. Nice. Okay. I have a new feature. Yay! Okay, fand das scheinbar nicht so witzig wie ich. was haben wir noch so? Wie gesagt, die Waffe ist definitiv zu... Hä? Ach, das war... Ja, die haben wir auch noch. Und mit der konnten wir jetzt auch... Genau, das war diese Wide-Range-Waffe. Mit der konnten wir auch Sekundärfeuer mit der Flamme. Aber wir brauchen genau die Waffe und davon liegt das Primärfeuer. Also quasi... Hiermit nochmal. Und jetzt können wir hier ihn damit vielleicht auch flambieren. Ja, doch, er scheint relativ empfänglich, aber nicht so empfänglich, wie ich gehofft hatte. Ne. Damit ziehen wir ihn auch viel zu wenig ab. Was habe ich noch so?
Da wären wir nicht. Wir haben nicht diese Special-Waffe. Warte mal ganz kurz. Give everything. So, jetzt müssen wir auch diese Spezialwaffe haben. Geil ist das denn? Jetzt fühle ich mich gerade hier wie bei Sword Art Online. Yay, yay, yay. Oh, Alter. Scheiß Kopfhörer. Ein bisschen leiser machen. Obwohl, nee. Ich glaube, mit der Waffe kann man eh nichts anfangen. Wegen Waldbaum. Hä, habe ich nicht. Ah, hier ist sie. Wow, okay. Ja, die macht gut Damage. Aber leider auch zu wenig. Ja, nee. Macht zwar gut Damage, aber zu wenig. Aber es gibt noch eine Waffe. Halleluja. 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 Okay. Das war ein gebührendes Ende. Damit würde ich mal sagen, verabschiede ich mich dann mal und ja, schau mit V.